So, jetzt geht's auf nach Berlin. Es war gestern extrem hart. Der gute Mann hat bei mir geschlafen. Er fährt uns nach Berlin. Ist wirklich ein Ehrenmann. Er ist quasi wie ein Sanitäter für uns. Also er passt wirklich auf, dass wir nicht sterben. So, was das Spendabel angeht, ist beim Berlin-Treff diesmal der Max der Zuständige. Er verschenkt diese Boxen. Ein Schwanz wickst den anderen. Freust du dich auf Berlin-Gamel? Ja! Stuhlgang, ich lass einen blutig Furcht versetzen. Düfte konserviert, wenn ich dran nicht werd, machst du mir. Ich will mich nicht. Springt mir mit Knoten und sauber. Es beißt sich fest, es schmerzt mich sehr. Ja, moin. Der Typ hat doch mal gelitten. Ach so. Oh, Junge. Ach so. Fickt euch. Max? Fick dich. Mir ist aufgefallen, du hast gar nicht mehr den Jogginganzug an. Gib mal bitte ein Statement. Komm mal hier vor. Ich rede lieber lauter. Nach dem fünften Tag hat es angefangen zu jucken wie Sau. Und ja, der Anzug hat halt angefangen zu leben. Captain hier. Der Captain braucht was zu essen. Die Nudeln sind nämlich fertig. Captain, die Nudeln sind fertig. Junge, das soll... Alter, ist auf, Mann. Nee. Magst du die Sojasprossen da drinnen? Nee, er braucht es wirklich nie, Mensch. Entschuldigen Sie, waren Sie Blutspenden? Viel Glück. Naja, du bist halt auch wieder am Start. Hallo. Das ist wirklich sehr schön. Hallo. Ja, hi. Muss ich zum Zahnarzt? Nein, ich würde gern diesen Bart von jeglichen Substanzen befreien, die da drin gebunkert sind. Ach so, ich dachte, ja. Da ist wirklich was drin. Nein. Doch. Ich weiß nicht. Ist ja schön? Ja. Ich kann es nur euch erklären, liebender, wohlriechender Wallace. Was? Was soll ich denn erklären? Diese musikalische Untermalung zum Treffen. Die Freude ist groß, denn es gab wieder Geld aufs Amt. Servus. Hi. Warte. Sieht man den noch? Ja, man sieht ihn. Ja, sehr gut. Hast du was zu sagen? Ich freue mich, dass du wieder hier bist. Ich freue mich auf nächste Woche in Dresden. Absolut krank werden. Oh je. Das ist richtig. Ja, nee. Der meint Zigaretten. Ist ja gerne. Vielen Dank. Ja, der Pfand wurde gespendet. Die menschliche Giraffe muss erstmal gefüllt werden. Sie ist auch wieder da. In voller Sonnenpracht. Junge, das ist der 3 Meter Mensch. Ja. Ist einfach so riesig. Junge, das ist zu mir geschiss. Junge, ich. Hallo. Warte mal, Karan, der ja. Geile Sau. Ja, kannst du dich mal daneben stellen? Junge. Das ist so wunderschön, dich zu sehen. Und ich verlange heute nicht, dass du deinen Arschlochfinger aus Shoutout an dieser Stelle an DCV-DNS. Doch, mach ich. So, bei mir geschiss wird jetzt das Bier. Kann sie dazu oder habt ihr euch da gesetzt? Ich würde auf jeden Fall. Das ist die einzige Kundin, dass ich heute nehme. Junge, in einem So, hier gibt's gerade Kleingeld. Schon wieder. Oh, Junge! Hallo. Ich find's sehr schön hier mit euch. Was? Ich find's sehr schön hier mit euch. Kannst du mal die menschliche Giraffe würgen? So, Mitglieder der Pfandangel sind auch mit am Start. Ja. Oh, hier, diese Butter gibt mir jetzt das Kleingeld. Vielen Dank. Hallo erstmal. Hey. Oh, Alter, das sind ein paar Waffen. Die Waffen eines Mannes. So, dieser Mann zeigt gerade als Bewerbungsgespräch für die Pfandangels, wie man den Pfand kompensiert, um ihn in größeren Mengen zu transportieren. Ja, und wie kriegt man den wieder groß? Den kriegt man wieder groß. Nimm mal einmal die. Gibt es einen Kuss zwischen mir Geschiss und Max Herzberg? Aber langsam.
In die Linke! Jawoll! So, nee, du wirst es nie exen, sondern die Frau hier. Das hat übrigens 50%. Hinter damit. Ja, jawoll. Warum hast du es nie geäxt? Weil ich noch der miese Fahrer bin. Was ist mit dem Mann hier? Diesen Mann muss ich leider rumfahren. Ach, den musst du nur rumfahren, ah, der kann trinken. Ja. Was ist denn hier los? Ich hab das Pfefferminzel. Warte mal, das, da war doch gar nichts drin. Natürlich. Warte mal, ich guck mir das Video kurz an. Wieso du gern Schokodrinks trinkst? Was? Wieso du gern Schokodrinks trinkst? Was? Wieso du gern Schokodrinks trinkst? Weil es mir schmeckt. Warum hast du eine Zahnspange? Weil es dir schmeckt? Ja. Ja, eigentlich, es wäre eigentlich cool jeder gewesen, schmeckt. Wenn wir es einfach so vergessen hätten und, ne, aber... Aber Kontakt hast du noch. Wenig, aber schon ein bisschen, aber der würde jetzt halt nicht mehr nach Hessen. Applaus, Applaus, von mir geschiss. Ey, vielen Dank. Finde mal, ich möchte da, was möchtest du nicht, hä? Ich möchte nicht, dass die beiden miteinander helfen. Ja, ich bin ja auch für dich da. Sei doch wunderschön. Alter. Geht das auf deinen Nacken? Ja. Was ist denn dein Statement bisher? Naja, es war sehr... Das stimmt. Und ja, es ist sehr, sehr viel Homo-Action passiert. Mehr als ich wollte. Ja. Dieser Mann ist sehr hübsch. Echt jetzt? Sehr geil und gut geschickt. Gehst du das mal scheißen? Wie spät haben wir es? Es ist taghell, Alter. Es ist mindestens um 7. Aber nicht hier. Mega. Mir Geschiss ist völlig besoffen, Alter. Sag nochmal ein paar Abschlussworte. Ich krass so aus. Sag mal ein Statement zum Türsteher. Ich pack den Loch, Alter. So, hey, komm, hey. Komm her. Nee, nicht die. Die haben damit nichts zu tun. Ich fick die trotzdem. Die haben alle keinen Hauptschulabschluss. Hey. Na los. Ja, ich... Komm jetzt zu dem Scheiß-Essen, hab ich auch. Ich hab was. Du packst die Mega-Mehl. Rüber. Mir Geschiss. Extra mal das Bier für den Vlog jetzt. Komm. Los. Hinterin. Jawohl. Jetzt aber lustig. Ehrenmann. Ich hab mir noch nicht mal die Mama. Nee, nee, ich bin nicht auf die Pfote. Ich kann die nicht mehr. Gib mir das lieber. Zeig mal die Schüsse. Zeig das. Ey, du bist doch noch nicht zu. Jetzt mal die Scheiße hier. Okay. Hör uns auch hinter dem Herd. Hör uns hier. Was ist das? Ey! Für die Ehre. Yeah. Für die deutsche Mast. Ey! Fick dich. Junge Knechte, tau die Brühe oder ich knall dich hier weg. Ich bin auf dich drauf. So, hier haben wir jetzt genächtigt. Die war auf uns ausgezogen. Ein Glück. Ja. Draußen ist auch wärmer. Was zum Fick? Was? Draußen ist wärmer. Ja. Einiges. Na klar. Ja. Aber... Du musst halt das Ding mal ziehen. Was? Ziehen! Es ist halt natural! Growing! Ja, jetzt ist der Exel hier am Start. Oh. Max, stell mal ein paar Schweinereien mit denen an. Los! Da unten sind wir nicht. Reinbeißen! Ja, wer wollte? Das ist die Sektion Mast. Achso, du wir stehen auf. Insgesamt 20 cm Glied. So, Pfand Angel Mitglied, menschliche Giraffe ist wieder fleißig am Sammeln. Junge. Bist du sein treuer Begleiter? Ja, ich hab diesen Beutel organisiert. Also bist du quasi das zarte Nilpferd? Ja. Oh, geil, dann überrascht das hier feierlich. Jawohl. Komm her. Oh.
Magen. Oh, Alter. Vielen Darm. Oh, Junge. Schön warm. Hm. Lecker. Ich dachte, der säuft es. Oh, Alter. Hinter jetzt in Hollnischel. Hey! Pumpen! Da kommt gerade ein Schrauber. Pumpen! Du willst das pumpen? Jawohl. Stopp. Ich hab alles erreicht, wenn ich jemals wollte. Wie so viel rumspringen, ihr stinkt dann wieder wie Sau. Speise für die Seele. Oh Junge, nimm wieder, das ist ja fair. Es wird Zeit, dass du Axel küsst. Läuft. Ah. Junge. Oh, wow, think I love you. But I wanna know for sure. Junge, jetzt geht gleich das Unwetter los. Kann ich mich an der menschlichen Giraffe irgendwie festhangeln? Auf jeden Fall, komm, komm. Ja, Junge. Wie kletter ich denn jetzt auf dich drauf? Oh, achso, warte. So, es ist Zeit fürs Abschlusswort des Berlin-Treffs. Das war echt schön mit Neues. Ja, was ist denn dein Statement? Du hast uns... Seit Donnerstag. Wie bitte? Es war sehr schön, anstrengend, kurze Nächte, sehr lange Tage. Lange Glieder. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, komm bitte nicht nochmal nach Berlin. Captain Jack. Ja, Mullen 6. Was ist denn los? Mir geschissen. Mir geschissen ist, glaube ich, das Schlimmste, was ich erlebe.